BTF. LOL. Alter, was? Die neue Map Super Water Park, Bro. Das ist mit Abstand die krasseste Map, die es jemals in StumbleGuys gab. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind heute mal wieder in StumbleGuys am Start in der Version 0.56 Beta und damit auch in dem allerneuesten Update mit dem Monopoly. Ihr seht es auch hier hinten. Leute, wir haben in diesem Update geisteskranke Sachen, die ich euch in diesem Video zeigen werde. Unter anderem einfach mal mehrere neue Maps und vor allem, auf die bin ich am meisten gespannt, Super Waterpark, eine Wasserrutschenkarte, eine neue, neben Super Slide eben, Leute. Das wird richtig krank. Außerdem werde ich euch auf jeden Fall noch die ganzen neuen Skins zeigen. Leute, wir fangen auch gleich an, direkt mit dem Glücksrad. Ganz wichtig, Leute, lasst jetzt schon mal einen fetten Like da und kostenlos aber auf dem Kanal. Viel mehr StumbleGuys, Leute. Weil es in der letzten Zeit kam ein bisschen weniger Videos. Es liegt ein bisschen an der Gamescom und ich war ein bisschen unterwegs, aber ich gebe mein Bestes, dass jetzt wieder mehr Videos kommen, Leute. Und natürlich ganz wichtig, Creator-Codes Team Lukas bei euch im StumbleGuys Shop eingeben, Leute. Es wäre ultra Ehre, wenn ihr das machen könntet. Würde mich ultra, ultra freuen, Leute. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Stumble Pass ist, glaube ich, hier noch nicht auf jeden Fall dann drin. Aber ich würde sagen, Leute, let's go mit den Spins. Wir haben hier Mr. Monopoly als Special Skin. Richtig krank. Head Token, Fimble Token. Okay, also mehrere Spezialskins. Geisteskrank auf jeden Fall. Leute, ich würde sagen, einfach let's go geht's. Oh mein Gott, Bro, ich bin richtig, richtig gespannt. So, wir haben auf jeden Fall auch einige Emotes, okay. Also zumindest den Mr. Monopoly möchte ich ziehen. Und da ist er, Leute. Let's go. Mr. Monopoly. Let's go. Alter, als ob ich ihn direkt gezogen habe. Hier auch nochmal hier den Monopoly Board. Einfach, Digga, Monopoly ist so ein Klassiker-Spiel. Richtig geil, dass die jetzt wieder eine Kollaboration mit Monopoly haben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch Monopoly feiert, Leute. Das würde mich ultra interessieren. Und nochmal denselben. Das sind auf jeden Fall lustige Ideen. Bin mal gespannt. Vielleicht wird das Update sogar das krasseste aller Zeiten. Es kommt auf jeden Fall auf die Maps jetzt gleich drauf an für mich persönlich. Bin richtig gespannt. Und oh, den finde ich auch geil. Mr. Monopoly, der klassische Monopoly-Skin. Richtig heftig, aber wir werden natürlich direkt mit Mr. Monopoly auf der neuen Wasserrutschen-Map dann gleich spielen. Alter, das wird krank. Und da ist er nochmal, Leute. Sau, sau krank. Dann haben wir noch so ein paar silberne neue Spezialskins. Genau die eben. Perfekt, haben wir jetzt auch gezogen. Ich weiß jetzt nicht, warum das genau ein Special-Skin ist. Also, was ist an dem so besonders? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wir schauen jetzt mal hier einmal nach. Wir haben hier schon einige Special-Skins freigeschaltet, wie ihr sehen könnt. Unter anderem jetzt halt natürlich auch, ne? Den finde ich auch ultra cool natürlich übrigens. Aber, genau. Leute, ey, es kamen so viele krasse Special-Skins jetzt dazu in letzter Zeit, ne? Das muss man wirklich sagen. Der Glass Nine Beast natürlich zum Beispiel auch hier am Start. Jetzt Mr. Monopoly, den werden wir gleich testen. Und da weiß ich halt echt nicht, warum das ein Special Skin ist, um ehrlich zu sein. Ne? Ich würde sagen, wir testen jetzt einfach mal Mr. Monopoly. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall auch schon in die erste neue Map rein, Leute. Alter, ihr müsst wirklich mal einen fetten Like dafür da lassen. Wir machen jetzt wirklich mal drei Runden. Und zwar machen wir bei der ersten Karte die erste neue Map, die jetzt in diesem Update eben dazugekommen ist, Freunde. Und zwar ist das Monopoly Rush. Let's go. Die machen wir auf jeden Fall, ich würde sagen, wir machen die direkt zweimal einfach, damit wir die ein bisschen üben können. Und dann machen wir nur zwei Runden. Also, ich bin jetzt geisteskrank gespannt, wie leicht ist oder schwer. Auf jeden Fall kommt die dazu. Und Leute, ich gucke noch gerade hier nebenbei. Es gibt sehr, sehr viele neue Stumbler. Dieses Mal keinen neuen Special Emote. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile schon ziemlich, ziemlich viele, muss man sagen. Das finde ich also gar nicht so schlimm. Und jetzt starten wir rein, Leute. Okay, und... Oh... Bruder, was? Monopoly Rush. WTF. LOL. Okay, okay, Leute. Jetzt bin ich richtig gespannt. Also wir haben hier so eine Monopoly-Karte. So richtig, wie man sich das vorstellt, ne? Und der Skin ist ja richtig geil. Oh, Alter, okay. Hier haut man... Oh mein Gott, Bro. LOL. Was geht denn hier ab, Digga? Hier sind, glaube ich, überall so Bonusfelder und sowas, ne? Digga, der Zug hat einen komplett weggehauen. Hier werden Würfel durch die Gegend geworfen. Bro, was geht hier eigentlich ab? Lol, das ist ein Boostfeld. Und hier sind noch Trampoline. Wo muss ich denn hier hin, Bro? Ah, hier kann man dann durch. Alter, Digga. Hier geht ja überall was ab. Hier sind Blitze, die dann einschlagen. Junge. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes beachten muss hier. Was ist das hier? Hä? Okay. Bro, hier fährt einfach so ein Auto hoch. Ey, die Map ist ja total krank. Also hier geht ja...
Hier geht ja unnormal viel ab. Okay. Bruder, da wurde ich wieder von so einem Auto weggehauen. Ah, und das sind dann so verschiedene Karten hier, die man so einsammeln kann. Krass, Digga. Alter, und hier sind so Wasserteile. LOL. Da wird man von so Wasser weggehauen. Das ist ja geisteskrank. Oh, ah, lol, wo musst du denn hin? Ach, hier runter. Hier sind noch Polizeiwagen, ganz viele. Und zack. Alter, hier wurden wir rüber geboostet und sind im Ziel. Junge, okay, die ist krank, die Map. Also man muss halt sagen, die Map ist ziemlich groß, ne? Aber ich finde, ich glaube, ich habe jetzt hab da schon mal einen guten Eindruck von bekommen. Jetzt weiß ich es auf jeden Fall. Wir werden jetzt in der nächsten Runde hier Abkürzungen schon mal versuchen, die ich so ein bisschen gesehen habe. Ich würde sagen, dazu kommen wir jetzt. Also Leute, ich würde sagen, jetzt kommt die Runde, wo wir die Map schon ein bisschen kennen. Und jetzt werden wir auch Abkürzungen versuchen. Und seid gespannt, Leute, auf die Wasserrutschen-Map, die gleich kommt. Da kann ich euch schon mal so viel sagen. Warte mal. Was ist das jetzt hier eigentlich? Ich glaube, das bringt einem nichts, ne? Das zeigt nur an, welche Aktionsfelder da gerade sind. Und hier sehe ich tatsächlich schon... Oh mein Gott. Nein, der ist gerade weggegangen, das Trampolin. Das wäre die erste Abkürzung schon gewesen, tatsächlich. So. Und hier kann man dann auch direkt durch diese Gefängnistore abkürzen. Man darf da auf jeden Fall nicht gegenlaufen, wie man gesehen hat. Hier darf man... Oh, war es mal wieder komplett weggeblitzt. LOL. Okay, dann einmal hier rechts rüber. Digga, ey, die Map ist ganz schön schwer. Also ich versuche hier gerade ein paar Abkürzungen zu nehmen. Das ist nicht so einfach, wie man hier denkt. Also wirklich, wirklich nicht einfach. Okay, Leute, und hier kann man auf jeden Fall eine Abkürzung nehmen. Über die Trampoline. Die jetzt aber weggegangen sind. Perfekt. Ich glaube, ich bin noch langsamer als eben. Aber ich will es halt einfach nur testen, ob es hier noch andere Wege gibt. Hier ist zum Beispiel ein Trampolin. Ah, lol, da kann man irgendwie komplett rüber, glaube ich, kommen. Vielleicht muss man das aber auch schlau timen mit so Volleyball oder so, dass das geht. Digga, hallo. Alter Junge, okay. Zack. Hier kann man leider, glaube ich, nicht abkürzen. Ach, Mann, Bro. Okay, aber ihr habt gesehen, hier gibt es viele verschiedene Wege, die man auch testen kann, Leute. Ich habe jetzt natürlich noch nicht so viel Erfahrung auf der neuen Map, aber ich würde sagen... Wir gehen jetzt rein in die Wasserrutschen-Map, Leute. Auf die habe ich mich komplett gefreut. Da machen wir auch zwei Runden. Und zwar auf der Map, wie wird sie heißen? Super Waterpark. Hier haben wir sie doch, Leute. Hier, Super Waterpark. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ein bisschen lost von mir, dass ich das wieder nicht gefunden habe hier. Aber ich würde einfach mal sagen, wir starten mal rein und schauen, was wird. Okay, Leute, und Alter, was? Die neue Map Super Waterpark, Bro. Alter, wie krank sah die denn aus? Moment mal kurz. Alter, ey, jetzt nur von der Vorschau würde ich jetzt schon mal sagen, das ist die krasseste Map in Stumble Guys. Kein Spaß. Aber ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal. Wir haben auf jeden Fall... Alter, jetzt kommt die Wasserrutschen-Passage. Ich feiere die Wasserrutschen-Maps so krank. Bro, das sind echt... Alter, Junge, oh mein Gott, ist die Map geil. Oh mein Gott, ist die Map nice. Bro, man kann hier einfach so richtig geil langrutschen. Die sind sogar Bomben in der Wasserrutsche. Alter, nein, oder? Oh mein Gott, jetzt geht's hier komplett durch so ein Rad. Alter, oh mein Gott, sogar... Digga, als Hindernis einfach. Okay. Alter, hier ist ein Lavapfad. Lol, hier kann man abkürzen durch eine Lavarutsche. Bro! Bro! No way! Alter! Digga! Die ist ja absolut krank, die Map. Bro. Alter, macht die Spaß. Alter, macht die Spaß. Nein. Das haben die nicht gemacht. Bro. Das ist ja viel, viel krasser als Super Slide. Bro, was geht hier denn ab? Was geht bitte hier ab, Bro? Alter. Das ist jetzt nicht wirklich passiert, oder? Das ist mit Abstand die krasseste Map, die es jemals in Stumble Guys gab. Alter, macht die Spaß. Leute, ich sage euch so, wie es ist. Ich sitze hier und das ist mit Abstand die krasseste Map in Stumble Guys, Bro. Die es jemals gab. Digga, ist die krank. Leute, ich muss jetzt nochmal spielen. So, Leute, jetzt will ich die unbedingt nochmal ein zweites Mal spielen. Ich habe ja eben den Lava-Rutschen-Weg genommen. Aber dieses Mal will ich den Wasserrutschen-Weg mal nehmen. Also den normalen Weg, denke ich jetzt mal. Alter, ich finde es einfach so krank, wie heftig diese Map ist. Also damit habe ich echt absolut gar nicht gerechnet.
Alter. Man kann hier wahrscheinlich auch so übelst krass abkürzen auf dieser Map. Vielleicht sogar. Kann man hier so komplett rüber? Alter, man kann hier komplett rüber. Junge. Ey, hier gibt es bestimmt so kranke Abkürzungen. Zum Beispiel hier rüber. Alter, das hat auch geklappt, die Abkürzung. Ey, ist das heftig. Also man kann hier, wie gesagt, über den Lavaweg oder man geht hier über den Wasserrutschenweg. Warte mal kurz. Kann man hier komplett auf die andere Rutsche cheaten? Ach, lol, ich hab's nicht geschafft. Lol. Ey, da kann man ja so kranke Abkürzungen machen. Hä? Alter, muss man voll auf dem Kreis hier. Alter. Junge, oh mein Gott, hier ist ein Lava-Ding. Aber da muss man natürlich aufpassen. Tempel-Ruin. Okay, und jetzt geht's in die Tempel-Ruine. Digga, das ist zu krank. Alter, also Respekt an StumbleGuys, was die hier für eine kranke Map gemacht haben. Leute, und wie gesagt, mich würde super freuen, wenn ihr mich auch supportet mit dem Creator-Code Team Lukas. Alle mal StumbleGuys eingeben. Auch für den nächsten Stumble-Pass wäre es auf jeden Fall ultra korrekt. Würde mich sehr, 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 sehr freuen. So. Und, Alter, das hat mich auf jeden Fall richtig hier weggehauen. Zack, boom. Let's go, Leute. Runde ist vorbei. Und damit auch das Video. Lasst ein Like da, kostenloses Abo. Bis dann und ciao, ciao.